Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu City Skylines hier an diesem schönen Sonntag und heute gehen wir die Verkehrsprobleme an. Ich gehe mal hier in den Modus und schaue mal, dass wir hier wieder herstellen. Was ist hier los? Strom, 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 Strom. Was habe ich gemacht? Wo liegt das Problem? Stromverbrauch ist eigentlich gut. Wieso kommen die nicht an Strom? Ah, jetzt beruhigt. Was ist denn da los? Normalbetrieb? Wieso schwankt das denn immer so? Kommt der Strom nicht weit genug? Wieso kommt hier hinten kein Strom hin? Verstehe ich nicht. Das ist mir ein Rätsel. Was können wir denn machen? Haben wir hier noch irgendwie dunkel? 20, 5. 6. Was haben wir denn hier noch? Dunkle 7, 8. Wieso kommt denn hier oben kein Strom hin, frage ich mich gerade. Was ist der Grund? Was sagt Twitter? Stromausfall. Ich habe doch Strom gesetzt. Warum kommt zu euch hin kein Strom? Reichen die nicht weit genug? Also nochmal, Strom in Mengen eigentlich vorhanden. So, braun heißt getrennt. Wo ist denn das getrennt? Kosten 6.000. Probiert's mal was. Jetzt hat sich das Ganze in Wohlgefallen aufgelöst. Langt das nicht? Sind Stromleitungen? Haben die nur eine gewisse... Ne, die blinken einfach nur, damit ich sie sehe, gell? Das ist kein Problem in dem Sinne. Okay, so, in der letzten Folge wollten wir ja das Verkehrsproblem angehen und wir werden jetzt, werden wir das Gebiet hier unten kaufen. Ich wollte eigentlich das da oben hin kaufen, aber wir werden das hier kaufen. So, wir sind erweitert. Und jetzt gucken wir mal. Wir können jetzt auf jeden Fall hier auch Dinge bauen. Das finde ich sehr geil. Und wir bauen jetzt hier eine Autobahnabfahrt. Wo ist er hin? Da. Ah. Ach so. So. Nee. Nee. Wir können eigentlich auch... So, können wir von hier aus noch eine? Warum kommen wir nicht drüber? Wie können wir denn hier so ein Autobahnkreuz bauen? Ah. Da kommen wir noch hin. Ob ich den... Ich weiß nicht, wie ich das anbinden soll. Ihr hört mich, erlebt mich sprachlos. Hat es bereits belegt. Da müsste ich die Autobahn abbauen wahrscheinlich. Okay, ich lasse das mal.
Das ist ja eine schöne Kreuzung, die ich jetzt hier gebastelt habe. Was war das denn eben? Kirchenglocken mit Geldsegen. Was ist denn das für eine mickrige Autobahn? So ein Ding. Eigentlich müssen wir hier so ein Autobahnkreuz reintackern, ne? Genauso wie da drüben. Ist das so ein Ding, oder? Ne, sieht anders aus, fällt mir jetzt gerade auf. Hier gehen zwei weg. Ich hatte hier kurzfristig, hatte ich es mal blau. Okay, das geht nicht. Das ist auf jeden Fall die Ausfahrt. Ich dachte, ich könnte die Verkehrsprobleme hier beheben. Aber die hier drüben kommen ja gar nicht dahin. Okay, Moment, wir machen was. Wir sagen speichern und sagen den hier drauf. Yes. Und dann machen wir ganz kurz mal den Pausemodus rein und nochmal Flurschaden. So, wir setzen ein paar Leute auf die Straße. Und das können wir gar nicht so anbinden. Wieso? Weil der Abstand da größer ist, oder wie? Hier ist ein Autobahnkreuz. Aber das ist auch schmaler. Okay. Kommen wir hier rein? Wir müssen einfach noch ein bisschen was wegnehmen. Dreibahn-Autokreuz. Kleeblattkreuzung. Kleiner Kreisverkehr. Okay, ist das... Aber das ist keine Autobahn, wa? Ist der Wegen. Okay. Raus jetzt mal hier hin. Und versuche hier vorne. Ich würde es mal so. Dann reißen wir auch das hier noch ab. Ich glaube, wir gehen mal in diesen Kurvenmodus. Okay. Haha, ich bin pleite. Na geil. Shit. Das Autobahnkreuz hat mich, wir lassen mal laufen. Sind da gerade Autos verschwunden? Können Sie es nicht leisten? Okay, vergesst es. Das war keine gute Idee. Wir haben zwar das Gebiet gekauft, aber, so, da sind wir wieder zurück. Jetzt haben wir diesen Mist hier rückgängig gemacht. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Spielstand. Aber das haben wir gelöst und jetzt schauen wir einfach mal weiter. Ja, wir haben ja hier das Gebiet dazu gekauft. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mich noch da unten ausdehne. Oh, hier läuft die Brühe den Bach runter, sehe ich gerade. So, wir brauchen noch Wohngebiete. Dann erweitern wir erstmal hier hinten. Zack.
Und wir erweitern hier. Und dann ziehen wir hier unten unsere kleinen Straßen wieder runter, was hoffentlich später kein Fehler ist. So, neue Wohngebiete. Zack, dahin. Und die brauchen ordentlich, also kriegen sie auch hier noch hin was. Hier noch hin was. Minias, Minias, Minias. Hier noch ein bisschen Wohngebiete hin. Wollte ich sagen. So, dann machen wir das vielleicht hier. So. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Wasser? Das habe ich schon vorher weiter rübergezogen. Das sieht gut aus. Und dieses Gebiet mit dem Lynchhills, das können wir eigentlich auch mal erweitern. Dann schieben wir das einfach mal hier rüber. So. Habe ich auf die Twitter-Nachrichten geachtet. Und hier oben mal reinschmieren. Nicht, dass es irgendwie sowas wie Tipps sind. Die es ja am meisten sind. So, ich glaube aber nicht, dass ich das hier vorne damit... Ups, das sollte man abreißen, das Gebäude. War sonst noch was, wo es blinkt? Ne, sieht eigentlich nicht so aus. Gut. Ja, die Sachen so weit. Ah, wir können den Busbahnhof bauen. Ja, richtig. 720 pro Woche. Aber eigentlich das Busdepot. Das ist nicht gut da oben hin. Da setzt man das Busdepot mal hin. Passt das hier irgendwie hin? Ah, da ist gut. Und hier schauen wir auch... Na gut, wenn wir die Straße aktualisieren sollten oder noch größer machen sollten, dann wird es natürlich schwierig. Ich glaube, ich setze hier an die Kante. So, das ist gut. Da ist der nicht zufrieden, wenn er hier das Busdepot hat. So, Busse. So, das sind hier Buslinien. Jetzt können wir hier irgendwie eine Buslinie hinzufügen. Und ich würde sagen, wir müssen ja alle zur Arbeit kommen. Das heißt, können wir hier so bis da hinten. Dann fährt er hier entlang. Da. Da entlang. So. Und wieder zurück, oder? Und wieder hier hin. So. Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir da eine Buslinie. Jetzt wollen wir noch eine zweite. Hä? Ach, fährt der? Warte mal. Ach, das ist eine Haltestelle. Ach so. Was ist das? Dann verschiebe ich die. Verschiebe ich die hier oben hin. So. Ach, dem Busdepot ist das egal. Das muss nicht von da aus gehen. Okay. Was ist jetzt mit dem Strom schon wieder los? Wieso kommt denn da oben kein Strom hin? Verstehe ich nicht. Sieben, 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 sechs. Ich baue jetzt hier einfach mal so ein Windrad hin. So, das müssen wir dann einfach später nochmal entfernen. Haben wir jetzt wieder Strom. Das verstehe ich nicht. Muss ich den Strom wahrscheinlich doch aufteilen so ein bisschen. Das ist ja schon nicht so schön. So, wir waren aber bei den Buslinien. Um unseren Innenstadtverkehr so ein bisschen zu entzerren. Können wir gerne bauen, okay. So, von hier
nach da. Die nächste Bushaltlinie hier in der Kreuzung. Dann da. Dann hier. Die Frage, ob wir sowas wie beim Krankenhaus sowas halten lassen müssten. So. Dann so. So, jetzt haben wir noch eine Buslinie. Okay, die werten sich gerade auf. Wunderbar. So, ich würde sagen, vom Friedhof hierhin, dahin, dahin, dahin. Ah, gut, das können wir auch hier rumführen. Das ist wahr. Dann hier rein. Nein, 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 nein. Dahin. Und zurück. Ja. So, vielleicht entlastet das ja ein bisschen. Schauen wir mal. Die Bürger finden es auf jeden Fall gut. Und der Bürgermeister ist pleite, so wie es aussieht. Nein, nicht ganz. So, fährt jetzt hier ein Bus? Oder vom Busdepot los? Ah, vom Busse. Jetzt gehen sie los. Muss in Verwendung 15 Stück. Bei drei Buslinien. Kann ich da hintereinander oder wie? Okay. Da will jemand, dass die Blumen gegossen werden während der Abwesenheit. Was ist denn das hier? Was ist das für ein Symbol? Gute Frage, nächste Frage. Naja. Okay, Verkehrsanbindung. Wie sieht's aus auf dem Verkehr? Hier sieht's immer noch bescheiden aus. Da vorne stauen sich, hier stauen sich. Ist die Frage, ob wir diese Straße hier upgraden können auf die große. Aber es nutzt uns auch nicht viel, ne? Also im Verkehr bin ich noch sehr unzufrieden, wie das mit der Optimierung hier läuft, beziehungsweise nicht läuft. Das ist, ich hätte das ein bisschen entzerrter bauen sollen, meines Erachtens. So, es mangelt an allem. Also die Stadt will wachsen, sie will groß werden. Und das können wir ja auch bieten, nämlich hier hinten raus, würde ich sagen. Hier werden wir nochmal Wohngebiete an die Autobahn setzen, damit die auch mal richtig in Schatten kriegen, meine Mitbewohner, meine Anwohner. Hier baut sich irgendwie nichts auf. Oder das ist, sind wahrscheinlich Felder, ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Wir sollten auf jeden Fall noch ein bisschen Landwirtschaft irgendwie betreiben. Alter! Da brennt, da brennt's. Oh, da sind sie aber hier im Großeinsatz. Mit 4 Löschfahrzeugen. Du Güte. Ja, dann löscht mal schön. Sehr gut. Und nun, ist das Ding jetzt baufällig? Nö. Die Ice Cube Factory brennt. Aha, die Eiswürfelfabrik brennt. Naja. Naja. Ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge von City Skylines. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und schreibt wie immer eure Meinung in die Kommentare. Ich habe jetzt eine Woche lang aufgenommen bis zum Sonntag. Heute haben wir Sonntag. Und mal gucken, dann werde ich eure Tipps und Tricks verwerten über die Zeit. Und dann ab, denke ich mal, nächster Woche werde ich das dann mal ein bisschen angleichen. Beziehungsweise vielleicht starte ich auch neu. Ich weiß es noch, ich bin immer so ein bisschen unzufrieden. Überall Optimierungspotenzial. Die Stadt ist ja mehr klotzig als hübsch gestaltet. Bin mir da noch sehr unsicher. Aber es war der erste Versuch und ich finde, der war gar nicht so schlecht. Wir hauen die Pause-Taste rein und ich verabschiede mich aus dieser Folge. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge. Wann diese Folgen kommen werden, weiß ich noch nicht so genau. Je nachdem, wie das auch bei euch ankommt, muss ich mal gucken, dass ich das vielleicht Montag, Mittwoch, Freitag mache oder vielleicht kommt es auch Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag. Wir werden es erleben und ihr natürlich auch. Macht's gut, bis zur nächsten Folge von City Skylines. Bis dahin, tschüss.